zu den 110 Meter Hürden und schauen auf die Jungs auf den mittleren Bahnen da. Auf der vierten, rechts im Bild jetzt, das ist Pascal Martineau-Lagarde und daneben stand Gregor Traber. Aber der Reihe nach Andrew Riley, der WM-Achte von 2013. Und da ist dann Gregor Traber mit seinen 23 Jahren in einem Rennen nach einer langen Saison gegen Pascal Martineau-Lagarde, wahrscheinlich den Favoriten dieses Rennens. Und gleich daneben dann Gregor Traber, 23, 1,90 lang, nach Olympia noch mal krank geworden. Magen-Darm, hat dann aber seit Montag sich in die Vorbereitung auf dieses ISTAF gestürzt, gestern noch mal staatstrainiert, ist heiß auf das Duell, auch mit ihm hier, mit Wilhelm Belossian, dem Franzosen, dem dritten der Europameisterschaften von Amsterdam. Dann ist das Jared Eaton, der ist zu Jahresbeginn undankbarer Vierter geworden bei den Hallenweltmeisterschaften im amerikanischen Portland in Oregon. Auf der achten Bahn der Europameister, der unter 23-Jährige im letzten Jahr, David Omorigi. 13,25 in diesem Jahr, stark gezockt. Und ganz außen der Norweger mit dem typisch norwegischen Namen, Vladimir Vukicevic. Außenseiter in diesem Rennen am heutigen Tag. Ja, die Vorgeschichte von Gregor Traber lässt nichts Gutes ahnen. Das krankheitsbedingte Passen. Aber mal sehen, inwieweit er den Franzosen heute fordern kann. Ja, aber diese Magen-Darm-Geschichten gehen ja manchmal auch ganz schnell vorüber. Und vielleicht war es auch genau die richtige Pause, um noch mal Kraft zu tanken nach diesen Strapazen von Rio. Er hat das Finale ja knapp verpasst. 200 Sekunden. Es war die Chance, so leicht war es eigentlich noch nie. Schade, schade. Also Martineau Lagarde auf 4, Traber auf 5. Hat geklappt, Martineau Lagarde mit einem schlechteren Start als in Rio, aber das hat ihm ja auch nicht geholfen. Da wurde er wieder undankbarer Vierter, jetzt ist er aber in Front. Auf Bahn 7, David Omorigi noch gut, aber Martineau Lagarde macht das Ding knapp. Ja, er fragt sich auch, war ich vielleicht vorn? David Omorigi, U23 Europameister vergangenes Jahr. Noch ist keine Zeit offiziell angezeigt. Ja, das ist ein bisschen zäh hier dieses Jahr, bis die Zeiten dann ausgespuckt werden. Steigert aber natürlich auch die Spannung. Ja, Pascal Martineau Lagarde war so gut rausgekommen in Rio. Hier war es wieder so wie gewohnt. Braucht immer ein bisschen, bis er in Gang kommt. Und alle sind gespannt. Das ist der Blick auf die Anzeigetafel. Und er hat es geschafft, ganz knapp. Persönliche Bestleistung für David Omorigi. 13,24 Sekunden. Aber zeitgleich mit dem Franzosen. Also das war dann eine Geschichte, da ging es um Tausendstel. Da schaut sich das Kampfgericht das Fotofinish noch mal ganz genau an. Ist ja schon eine sehr, sehr ästhetische Hürdentechnik beim Franzosen mit den gelben Armstulpen. Aber Omorigi, wenn Sie den jetzt hier, den zweiten von links, noch mal richtig betrachten, der will das unbedingt. Der ist aggressiv, der ist noch hungrig, auch zum Saisonende. Und beißt das Ding hinten entscheidend ins Ziel. Aber wer will das mit bloßem Auge entscheiden? Gut, dass es diese Zielfotos gibt. Aber Tim, starke Vorstellung hier auch nochmal von Gregor Traber, der so ein bisschen untergegangen ist hier.